Seebad Albeck, 12 Grad, Regen, die Frisur sitzt, Bartwichse. Guten Morgen, es ist Montag, der 8.11.2015. Nein, ich habe noch keine Drogen genommen. Nein, ich habe noch keinen Kaffee getrunken. Ich habe nur zu wenig Schlaf. Das war gut. Und ich möchte es auch nicht missen, aber dadurch wird die Zeit halt klappen. Ne? So, jetzt arbeiten wir mal ohne Anhängsel. Könnt ihr jetzt immer noch im Bett liegen. Wären dann aber auch langweilige Videos. Also ist der Quatsch. So, seit gleich nochmal regnen soll. Und sowieso heute nur so grau aussieht. Hat beschlossen, dass ich einen Kuck in den Wald gehe. Ich glaube, wir sind auch ein paar Minuten schneller im Wald, als wenn wir zum Strand gehen. Obwohl nicht viel ist. Gefühlt ist es aber einfacher, weil ich halt nicht ständig irgendwelche Straßen kreuzen muss und so. Deswegen kommt es einem wahrscheinlich einfacher und schneller vor. Ja, also spielen wir jetzt im Wald hier ein bisschen mit dem Stöckchen. So wie es aussieht, spielt Cookie mit dem Stöckchen und ich darf zugucken. Stört mich aber auch nicht. Licht sieht ein bisschen komisch wieder aus heute. Kann man jetzt nicht erkennen, ne? Zu viele Bäume und so. Komisch im Sinne von ganz schick komisch. Jetzt kommt die Sonne so ein bisschen raus. Nur so ein bisschen. Geiles Licht. Steck. Nagel. Und warum? Weil Montag ist. Montag ist der geilste Tag der Woche. Montag ist cool. Ich mag den Montag, aber hab ich ja schon erzählt. Jetzt kommt der Snapchat des Tages. Es ist Montag, Montag, mein Lieblingstag, Montag. Obsession. 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 A treasure lent me from Oh, schön. Montag. Mag Montage. Ich mag Montag. Das ist super. Wir haben wieder alle was zu tun. Kommen nicht auf blöde Ideen. Müssen arbeiten. Man hat wieder so ein bisschen mehr Ruhe, wenn man andere Schichten hat als Otto Normalbürger. Naja. Die Zeit im Wald ist auch immer schön. Wenn man Cookie im Wald bin, dann. Ja, da hat man mal Zeit für sich. Kommt man zur Ruhe, kommt auf andere Gedanken oder kann in Ruhe nachdenken, je nachdem. Das ist immer super. Das brauche ich immer. Also einmal am Tag brauche ich das auch wirklich. Das merke ich immer wieder. Besonders wenn mal nicht so ist, dass wir irgendwie im Wald sind oder in Ruhe um Fugasse gehen können. Ja, also von daher geht es mir gerade gut. Auch wenn so ein paar Umstände eigentlich dagegen sprechen, aber naja, muss ja nie unterkriegen lassen. Obsession. Obsession. Oh,
schön. Licht ist cool. Sonne ist da hinten irgendwo. Der Hund bellt. Das ist trocken. Wir hätten nur mal an den Strand gehen können. Nicht regnet. Aber die kriegen an, gesagt, hier für die Zeit, wo ich beim Gassi gehen bin. Naja. Stört mich wirklich. Also geht es nicht. Dass es nicht regnet, stört mich nicht. Das hätte die Regen halt mir auch nicht stört wirklich. Aber ist halt so. Und soll ich machen? Ich mag es nicht, wenn man über das Wetter meckert. Kannst du eh nicht ändern. Mit Meckern ist dann rum. So, Cookie. Jetzt halt. Wir müssen langsam zurück, leider. Jetzt sieht auch schön aus. Toll. Ich mag den Herbst. Aber hilft ja nichts. Wir müssen trotzdem zurück, leider. Nichts dahin. Gut zum Morgen. Ja, super. Super. Und komm. Beutel mitnehmen. Kamera nicht vergessen. A treasure lent me from a distant obsession. Obsession. Es gibt, glaube ich, nicht viel, was Menschen unattraktiver macht und unsympathischer, als wenn sie die ganze Zeit am Nörgeln sind. Es gibt so Menschen, ich meine, ich meckere auch ab und zu mal und vielleicht ist es manchmal auch schon Nörgeln, aber manche sind wirklich ständig am Rummeckern und am Nörgeln und alles ist scheiße, alles ist gegen sie, hast du nicht gesehen, was weiß ich. Das ist so schrecklich, das nervt, weil es alle anderen auch mit runterzieht. Nervt wirklich tierisch. Und so Kandidaten haben wir auf Arbeit. Es kotzt einen nur noch an, dieses ständige Genörgel. Es gibt genau zwei Möglichkeiten. Entweder sie gehen oder sie bewegen ihren Arsch und ändern was. Ganz besonders fällt mir das bei Azubis momentan auf oder sagen wir mal auch bei anderen. Bei 20- bis 30-Jährigen, da ist es extrem. Frauen sogar noch extremer als bei Männern. Da wird echt die ganze Zeit nur genörgelt. Studium abgebrochen oder aufgehört oder wie auch immer, weil es zu schwer war, weil sie keine Lust mehr hatten. Und dann denken sie sich, dann gehen wir hier arbeiten und in der Gastronomie. Kann ja nicht so schwer sein. Dann stellen sie plötzlich fest, dass sie halt doch arbeiten müssen. Und zwar richtig arbeiten müssen. Und das können sie dann gar nicht. Und dann geht's Genörgel los. Dann lassen sie sich nicht sagen, nein, wir wissen alles besser, wir sind so schlau, wir wissen alles. Und wenn man ihnen dann was sagt, dann probbeln sie sich was in ihre Backen und sind nur am Nörgeln. So, wie gesagt, genau zwei Möglichkeiten. Entweder gehen oder den Arsch selber bewegen und was ändern. Aber dazu muss ich den Arsch halt auch hochbekommen. Den pudert dir keiner. Eine Fresse. Ja, fühle dir jetzt nicht weit aus. Aber ey, ist doch so. Also dieses Genörgel, meine Fresse. Lasst es, dann geht. Ansonsten ist mir ein schöner Satz eingefallen, habe ich schon getwittert und geteilt und so. Und zwar habe ich geschrieben, dass man natürlich immer den einfacheren Weg wählen kann. Aber dann darf man sich halt nicht wundern, wenn man mit den anderen Pfeifen im Stau steht und nicht vorwärts kommt. Passt auch irgendwie dazu. Wenn man vorwärts kommen will, dann muss man halt auch mal den unbequemen Weg gehen. Oder den holprigen Weg und Offroad fahren. Ihr versteht die Metapher schon. Gut, ich mache mir jetzt einen Kaffee. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video. Tschüss.